Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der nordfriesischen Marsch, auf der wunderschönen nordfriesischen Marsch. Ja, moin moin nochmal aus Nordfriesland. Schön, dass auch du wieder am heutigen Sonntag, Nachmittag. Ja, jetzt kann ich dir nicht mehr sehen. Ich glaube zur 100, Ausgabe 122. Ich glaube ja, müsste die Folge 122 mittlerweile sein. Unglaublich. 122 Folgen mittlerweile schon. Ich bin total überwältigt. Das ist schon schön. Ach, da war eine Lücke drinne. Daher ist da der da nicht weitergefahren. Ah, jetzt haben wir Fehler gefunden. Warum hier nicht funktionieren? Anton, warum du nicht direkt sagen hier, Haben wir das schon alles gelöscht? Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was jetzt wieder los ist. Jetzt fange ich einfach mal wieder müde zu werden. Ganz komisch heute. Ganz komisch heute. Jetzt bin ich mal hier so ein wenig gespannt, wie wir das jetzt hier so veranstalten, weil irgendwie haben wir hier Punkte. Den muss ich glaube ich mal löschen hier. Den löschen wir auch mal. Dann würde ich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ja, hier eine Kollision hinter ist. Also der Brücke, aber ich glaube die Brücke oder die Auffahrt hier hat glaube ich eine Kollision, also von daher ja. Ich würde jetzt mal sagen, so, das wäre nicht schlecht. Alter, das wäre nicht denn doof, Leute. Ja, weiter geht's. Ich stelle hier auf den anderen Bildschirm gucken, da sehe ich uns die Geschwindigkeit, hier sehe ich sie nicht. Ja. Ich bin immer noch versteckt hin. Das ist echt, ja. Immer auf die Kommentare gespannt. Ja, ich trinke wieder aus meiner blauen Flasche. Jetzt bin ich doch schon wieder an ein Mikro gekommen. Ja, alter Schwede. Also ans Mikro selber nicht, sondern an diesen Pop-Up-Filter. Der Pop. Der Pop. Filter. Und ja, ne, das biegt sich ja so und ich komme jedes Mal dagegen. Zack. Was soll ich sagen? Aber mir ist echt warm, also ne, muss ich sagen, mir ist so warm. Mir ist echt so warm. Ganz schön, ich bin gestern Abend, glaube ich, nach zwei, halb drei irgendwann so bin ich ins Bett gegangen. Ja, fast nach dem. Ja, war da aber auch noch immer so warm. Ist schon halb, ne? Wenn ich ins Bett gehe, die ja, Rollladen wieder runter machen. Am Morgens früh. So, sag ich, ne? Bei uns geht hier um. Also ab 4 Uhr wird es hell.
Und ja, ich sag mal so ab 5, halb 6. Also, na gut, ich weiß es jetzt nicht genau, ne? Könnte auch 6 Uhr sein. Na, wenn dir die Sonne hinten über den Berg kommt, dann knallt die hier schon auf die Fensterscheibe vom Schlafzimmer. Und ja. Das ist dann nicht unbedingt so, dass ich dann, ne, morgens früh schon die Hitze wieder haben muss, wenn ich aufstehe. Daher mache ich die Rollladen dann runter. Und dann kommt, na klar, ne, die kühle Luft dann halt nicht mehr rein. Wir werden jetzt erstmal hier lang fahren. Also das werde ich so lassen. Dass ich mir eine anschaffen muss, ist eine Fliegenklatsche wieder. Also die Fliegen, die nerven mich mal hier. Muss mal gucken, ob ich wieder irgendeine Fliege auf der Linse wieder rumsitzt. Aber wohl irgendwann jetzt, ja, unter der Woche hat er ja eine Fliege auf der Linse meiner Webcam gesessen. Das gar nicht mitgekriegt. Ich verstehe es nicht. Schon wieder so müde bin. Bin ich lang genug geschlafen? Ich glaube, ich hatte mir den Wecker auf 9 Uhr gestellt, dass ich um 9 Uhr aufstehe. Ja, da war, ist aber dann nichts draus geworden. Dann glaube ich irgendwann um 11, halb 12 so rum bin ich mal aufgestanden. Ja, halb 12 muss es gewesen sein. Aufgestanden bin. War nämlich kurz bevor die erste Folge nämlich erschien am heutigen, am gestrigen Samstag. Also von daher, würde ich aber sagen, habe ich da Glück geschlafen. Und das heißt, dass ich gerade mal 10 Stunden hier auf bin. Und nach 10 Stunden schon wieder so müde zu sein, das ist ja nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal, Freunde. Jetzt gerade am Überlegen. Mal hier was kleiner. Ja, super. Jetzt sehe ich ja super, auf welche Größe wir sind. Auf 10, ne, 8, ne, mal 6. So. Und dann gehen wir mal CX. Dann würde ich hier gerne so einen Schotterweg haben wollen. Weg, der hier so am Feld hier vorbei führt. Ja, ganz nett hier. Oh. Sieht man hier im Dunkeln nicht so viel, ne? So, wenn eine super Zeit, die ich mir dafür ausgesucht habe. Ja, oh, das hier war schön, ne? So.
eine ganze Lohnzahlung hier. Ja, jetzt, ja, eine Insel. Jetzt sehe ich ja nichts mehr. Was passiert denn jetzt hier? Warum ist es so dunkel? Wer hat das Licht ausgemacht? Hat hier wieder irgendeine Stromrechnung nicht bezahlt? Hallo? Hallo, ich sehe nichts mehr. Oh, Einnahmen BGA. Na, das ist ja doch Wahnsinn. Da haben wir noch mal ein bisschen. Das sind 560, 600, 800.000. Das ist doch mal schick. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ich glaube, ich vertue mich gerade mit den Let's Plays. Ja, ihr seht, heute hat er auch mit dieser Karte etwas Probleme zu speichern. Ich bin im Hintergrund immer noch am Kopieren, wenn ich da mal gerade auf 15 Minuten habe. Hier haben wir keine Schulden, also das heißt, die 2 Millionen auf unserem Kontostand, die gehören uns. Das ist doch schon mal wieder schön. Dann warten wir mal eben schnell, bis das die Nacht hier vorbei ist, dass der Tag hier wieder anbricht. Dann können wir mal hier zu Ende malen. Ah! Der Herr sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Passt doch richtig schon zum Sonntag, oder zu der Folge. Oh. Ja, ja, voll daneben, ja. Hallo, ist hell. Ist es hell, bitte, ja? Also, ne? Kannst du mal aufhören, hier mit der Zeit vorzurennen? Bin ich nur mal gespannt, ob denn jetzt mal unser Maisfeld hier. Ja, auf der anderen Seite ist das Maisfeld, ne? Oder wo ist das? Das ist die 48. Ne, die 46 ist das, ne? Das Maisfeld. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das denn jetzt hier mal die Saat jetzt hier angeschlagen hat oder ob das jetzt der totale Reinfall war. Was mich auch mal interessieren würde, das ist zwar das, was ich in Seasons noch testen möchte. Ich meine, ich hätte mal so, ich weiß aber gar nicht, ob ich die gesehen habe, so als Mod. Soll ich sagen, so Feldbewässerungsanlagen gegeben. Ob das ist das richtige Wort dafür, Feldbewässerungsanlagen. Und weil ich sag mal, in Seasons kommt es ja auch auf die Feuchtigkeit des Bodens an. Und da würde mich mal interessieren, ob ihr schon mal damit Erfahrungen gemacht habt. Wenn man dann die Felder bewässert, ob man dann einen besseren Ertrag hier noch rausholen kann. Das hat ja schon mal einer von euch gemacht und ja, getestet. Er sagte, ach, alles Quatsch. Er achtet Seasons gar nicht drauf oder so. Kann ja alles sein. Ich weiß gar nicht, ob eine Seasons-Version überhaupt noch weitergearbeitet wird, ob die noch weiterentwickelt wird. Also im Moment gar nicht so den Plan von. Oder ob das jetzt so die finale Version war. Schau gar nicht so. Irgendein Bild gerade drüber. Ich würde mal sagen, haben wir jetzt hier einen schönen Kurs gemalt, oder?
Ach Gott, ich muss mal. Fällt mir gerade mal ein. Apropos Vorspulen. Es gibt da, glaube ich, ein paar Tiere, die bräuchten irgendwie mal Wasser oder so am Hof. Ich habe mal wieder nicht darauf geachtet, ob irgendwelche Tiere gestorben sind. Ich will nicht als der geheime Tiermörder hier noch in die Geschichte eingehen, ne? Also, das meine ich ja nicht. Rekord, Rekord. So, jetzt aber. Oh, mal den Rekord ausmachen hier. Müssen wir mal hier den füllen lassen. Dann kann er gleich mal abladen fahren. Wird der eine oder andere sagen, ja, jetzt hat er eine blaue Flasche genommen. Erstmal sieht man ja so gut wie gar nicht. Ganz witzig. Da kann man jetzt nicht mehr sehen, was er trinkt. Da ist nach wie vor Wasser drin, nichts anderes. Ich trinke nach wie vor Wasser. Liquid Water. Also um Gottes Willen, ne? Ich trinke auch schon mal andere Sachen, also Tee. Aber ist jetzt nicht so, dass ich auch mal gern eine Cola trinken würde. Oder war ja früher, ja, sag ich mal, fast nur. Da war ja Cola fast schon mal ein zweiter Vorname. Ach, du ahnst es jetzt nicht. Du ahnst es jetzt nicht. Was habe ich denn da wieder ausgewählt?
Also den Kornschieber müssen wir jetzt nicht unbedingt nehmen, also. Sehr schön. War das auch schon mal voll hier. Ja, muss Mist, Saatgut, ey, muss noch so viele finden. Leerpaletten müssen ja in den Start. Kartonpaletten, ach. Also hier muss noch so viel hin. Weiß gar nicht, wie viel Kartonpalette haben wir denn? Also hier brauchen wir ja ein paar Liter Kartonpalette. 4, ich glaube 20 gehen da glaube ich rein oder so. Ich weiß jetzt gar nicht. Also 200.000. Gucken wir mal gerade. Im müssen wir hier irgendwo sein. Ja, hier haben wir noch Wasserträger. Schauen wir hier mal Blumenkühlsch. Ein bisschen schnell hier an dem Häuschen vorbei. 60.000. So, und bei 60.000 ist ja gerade mal zu 37% gefüllt. Ja. Könnte gut hinkommen. 200.000. Kriegt der eigentlich hier auch Wasser? Nee, ne? Der kriegt gar kein Wasser, ne? Ne. Haben wir ja nicht angeschlossen hier. Ah, oh, das müssen wir mal hier machen. Weil hier ist ja Wasser drin, ne? Gut. Wie sieht's hier aus? Ah, hier haben wir ein bisschen Silage. Ein bisschen Silage haben wir hier. Ein bisschen. Wird ja wohl hier für den Rinderstall mal für ein Jahr reichen. Hier haben wir noch ein bisschen. Ah! Ein bisschen ist gut. Auch hier ist Heu voll. Ja gut, Silage müssen wir auch mal hier reinkippen. Stroh werden wir jetzt mit Sicherheit auch noch wieder zusammenkriegen aus der Ernte. Sieht überhaupt die Ernte aus? Wir wollten mal gucken wegen dem Wachstümchen. Da haben wir Gras. Jetzt muss ich mal so hinsetzen, dann sehe ich was. Jetzt bin ich mir so eingesockt. Ich versteck mich mal eine Runde. Tschüss. Tja. Das Gelbe ist weggegangen. Ja, Wahnsinn. Ist nicht mehr gepflanzt. Ja, ist ja der Burner hier. Das heißt, wir können jetzt hier auch, glaube ich, mal das eine oder andere. Ach, hier können wir auch Flächen mit düngen, ne? Achso, da ist ja gar nichts drauf. Wir müssen ja düngen. Ach. Aber sonst ist da noch nichts erntereif. Ne, meine Freunde der gepflegten Landwirtschaft. Da ist noch nichts erntereif. Gut. Was knubbelt sich denn hier alles? Müssen wir hier mal wieder eingreifen? Müssen wir hier wieder einen Streit schlichten? Ja, ist ja das schon. Ach, ihr habt das wieder lieb hier, oder? Wunderbar. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Genau das gleiche. Oh. Ich hätte sich immer alle lieb haben müssen. Wie heißt es immer schön? Der Klügere gibt nach oder bremst zuerst. Der ist auf jeden Fall hier schön am Düngen. Ja, das ist ja schon mal
Wunderbar, oder? Ja, er ist hier am Ding, sehr schön. So viel Mist drauf. Ach so, genau, da hatte der Pflanzenschutz nicht funktioniert hier, ne? Daher. Weil das. Ah. Ich glaube, da müssen wir nochmal hinterher. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Wir klicken mal wieder hier auf die Record-Taste. Record. Ich glaube, der ist noch ein bisschen zu nah. Ich würde ihn so hier hinsetzen, oder? Ja, ja, ja. Ja. Racket Stopp, Racket Aufnahme, umsetzen. Beladepunkt. Erdhaufen heißt die Produktion. Erdhaufen. Die macht auf jeden Fall ordentlich Krach. Die Produktion Erdhaufen. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Geht die nach Hause? Glücken die nach Hause. Mein Gott, ist das lang her. Da war ich selbst noch ein Penz. Oder ein Panz. Oh, wenn man hier im Rheinland so schön sieht. Weiß gar nicht, wie rauskam. Wie alt war ich da? 15, 16. Sollte mal die Aufnahme beenden. Mit Sicherheit. Und das rauskam. Ich weiß nur, dass in dem Jahr, wo E.T. rauskam, auch Rambo 1 mit Sylvester Stallone rauskam. Das war es schon. Alex, der hat es bis heute geschafft, im Geschäft zu bleiben, Sylvester Stallone. Seine Rambo- und Rocky-Filme. Noch viele, viele andere mittlerweile gemacht. Aber ich glaube, das sind so wirklich die Streifen, durch die er bekannt geworden ist. Ja, ja, ja. Ich wollte mal gucken hier. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ich würde mal sagen, das sieht doch hier eigentlich schon ganz gut aus. Müssen wir hier nur noch die Punkte hier festlegen. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ist denn hier der Trigger eigentlich für Saatgut? Das wissen wir nicht. So, das ist auf jeden Fall mal hier das Tomatenhaus. Ja. Abladepunkt. GW. Die Tomaten. Saatgut. Ich bin schon wieder da angekommen. Ja, ist dann die Possibility. Ja, jetzt, yes, Maria, ist die Folge auch schon wieder rum. Wie geht das denn so schnell? Ja, dann sage ich danke für bis zum Ende dranbleiben. Wir werden jetzt eben schnell hier noch den einen Punkt machen. So, Abladepunkt. Gewächshaus. Tomaten.
Wasser. Oh, ihr Herb. Der Herb. Ja, ich sag danke fürs hier bis zum Ende dranbleiben und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, morgen einen guten Start in die Woche. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen am Montag wieder einschalten würdet um 14 Uhr. Bis dahin habe ich euch noch ein paar Videos hier in der Endcard verlinkt, wo ihr dann einmal vielleicht ältere Folgen euch noch anschauen könnt, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Ich habe die Liste mal aktualisiert und auch, ne, da gibt es noch mal ein anderes. Ja, müssen wir mal gucken, was da noch so in der Playlist ist. Auf jeden Fall zwei Playlists hier veröffentlicht. Schaut doch einfach mal rein und ja, lasst mir vielleicht auch dort einen Kommentar da oder ein Like da. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ich bin raus und genau. Ciao.